Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute machen wir gemeinsam Türchen Nummer 1 vom Beauty-YouTuber Adventskalender 2018 auf. Ich habe euch ja gestern in der Ankündigung kurz erklärt, worum es geht und ein bisschen das Projekt vorgestellt. Morgen ist die liebe Claudi dran. Schaut da unbedingt auch rein bei ihr. Ich glaube, sie hat für den ersten Advent auch was ganz Tolles für uns vorbereitet. Also unbedingt einschalten. Und klickt euch doch unbedingt auch mal durch die anderen 22 Mädels durch, die dabei sind. Das könnt ihr natürlich jetzt gleich machen oder jeweils immer das Türchen öffnen, wie ihr lustig seid. Es sind auf alle Fälle ganz tolle, zauberhafte, reizende Frauen mit dabei und die haben alle für euch ganz tolle Sachen vorbereitet. Was habe ich heute für euch? Ja, und zwar habt ihr in der Titel schon gesehen, dass es heute um The Body Shop geht, um die Weihnachtskollektion von The Body Shop. Die steht dieses Jahr unter dem Hashtag, auch wieder ein Hashtag, Enchanted by Nature. Und ich habe hier gerade mal einmal dieses wunderschöne Presseheftchen sozusagen da. Ich habe da netterweise ein bisschen was zugeschickt bekommen, was jetzt auch gleich ein paar Produkte habe ich auch hier, die möchte ich mit euch anschauen. Und natürlich ahnt ihr schon, es wird auch eine schöne Verlosung geben, klar. Das ist ja auch ein Adventskalender. Ich dachte mir aber, wir schauen uns mal ganz kurz zusammen diese wunderschöne Kollektion einfach mal ein bisschen an. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Enchanted by Nature, was dahinter steckt. Und zwar haben die sich dieses Jahr, also Body Shop ist ja überhaupt, also deswegen Thema Sharing is Caring, ist, finde ich, eins der Beauty-Unternehmen, die wirklich immer sehr, sehr sozial engagiert sind und wirklich immer ganz, ganz tolle Projekte am Laufen haben. Dieses Jahr, ich muss einmal kurz hier spitzen, weil das haben sie so schön formuliert, dieses Jahr sind sie besonders dran, Waldschutzprojekte zu unterstützen. Zum Beispiel in Vietnam, in Indien, Malaysia, Indonesien und das nennt sich sozusagen Bio-Bridges, was die bauen. Das heißt, die wollen im Prinzip sozusagen Wälder wieder aufforsten, um da wieder zu ermöglichen, den Arten, die da vom Aussterben bedroht sind, sozusagen eine Chance zu haben, zu überleben und wieder zu wachsen. Und ja, das finde ich eine sehr unterstützenswerte Sache. Und mit jedem Einkauf oder mit jedem Produkt, das ihr bei The Body Shop kauft, unterstützt ihr eben diese Aufforstungsprojekte. Und das finde ich eine schöne Sache, eben dass dann einfach ein Teil der Erlöse, Sharing is Caring, geht dann quasi in die Natur zurück. Und dann lasst uns doch einmal da zusammen reinspitzen, weil das ist so unglaublich schön gemacht. Also inspiriert von der Natur ist so das Waldthema im Fokus. Das habt ihr auch bei den Adventskalendern. Hier seht ihr sie nochmal, die drei Adventskalender dieses Jahr, schon gesehen. In anderen Videos bestimmt auch. Ich blätter hier einfach mit euch ein bisschen durch, weil es hat so ein bisschen, finde ich, was von so einem hübschen Märchenbuch. Ja, also ich glaube, ihr könnt das alle so ganz gut sehen. Das sind hier nochmal die Adventskalender am Anfang. Da gibt es ja verschiedene Größen auch. Ich glaube, die gibt es sogar auch noch. Ich weiß es nicht, ob sie es dann jetzt nach dem 1. Dezember heute, also noch, man die irgendwo bekommt, keine Ahnung, müsstet ihr gucken. Aber es gibt so sehr viel anderes Tolles, Weihnachtliches. Ich zeige euch mal, wie es hier weitergeht. Hier gibt es zum Beispiel auch ein veganes New Year's Countdown. So. Dann gibt es hier so hübsche Body Butters eben, ganz nett. Dann haben wir hier noch diese ganz niedlichen Säckchen. Ich meine, das ist ja auch für Nikolaus total niedlich, ja. Diese Candy Cane Geschichten. Ein kleines Baderentier. Wirklich so hübsche Verpackungen. Also ich finde, für mich ist Body Shop, wenn man eben noch so kleine, nette Weihnachtsgeschenkchen sucht, immer mit einer der ersten Adressen, wo ich gucke, weil ich finde einfach, so liebevoll wie das Packaging, wie die das machen, gibt es wenige. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Ja, also ihr seht hier verschiedene Varianten. Das ist hier nochmal die Berry Bonbon Edition. Dann kommt hier diese Enchanted Forest Duftsachen. Also hier einmal gibt es eine wunderschöne Kerze. Dann auch so Raumparfums, Raumdüfte. Und ja, und allerlei nette kleine Sets auch wieder. Ich halte euch mal einen Moment ein bisschen näher ran.
Seht ihr, was es da wieder alles für hübsche Sachen gibt? Also, vielleicht habt ihr es aber Body Shop auch schon entdeckt. Die findet man jetzt auch schon. Da gibt es auf alle Fälle wieder dieses Jahr auch eine sehr, sehr schöne Auswahl. Und ein bisschen was, wie gesagt, habe ich auch da. Und ein bisschen was davon werde ich auch an euch verlosen. Und zwar werde ich nämlich tatsächlich 3 Sachen an euch verlosen. Jetzt starten wir aber mit der einen Sache, die ich nicht verlosen werde. Einfach aus dem Grund, ich habe hier diese wunderschöne Enchanted Forest Duftkerze da. Die zeige ich euch jetzt aber mal. Die ist wahnsinnig schwer und ich hätte auch die gerne an euch verlost, aber ich habe einfach so ein bisschen Bedenken mit dem Transport. Das ist einfach, ich habe da doch irgendwie Schiss, dass da irgendwie doch was kaputt geht. Und deswegen, verzeiht mir, wenn ich die jetzt hier für mich behalte. Ich werde sie bestimmt in dem einen oder anderen Video mal hinstellen und mit euch anzünden. Dann habt ihr wenigstens so ein bisschen was davon. Die riecht super lecker. Aber nach was riecht die denn? Moment. Ich kann es gar nicht so. Es riecht einfach wirklich so sehr festlich. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Für mich riecht es einfach nach Weihnachten. Das liegt daran, weil da Kiefernöl ist. Ätherisches Kiefernöl. Und jetzt, wenn man es weiß, erkennt man es auch sofort. Also normale Menschen, die so mit Duft ein bisschen besser unterwegs sind, die erkennen das wahrscheinlich sofort. Aber für mich hat es einfach nur nach Weihnachten, nach Wald hat es gerochen. Ja, es riecht einfach wirklich nach Wald. Herrlich. Eine Duftkerze, die nach Wald riecht. Perfekt. So, ich stelle hier mal neben unserem Beauty-Advent. So. Sieht man die? Sieht man die? Nein. Katja, du musst auch. So. Ja. Super Brain. Nicht, dass ich das Motto jetzt verdecke. So, da ist sie jetzt. Und dann kommen wir zu den 3 Sachen, die ich gerne an euch verlosen möchte. Und zwar haben wir hier einmal ein Vanilla Marshmallow Bubbling Bath. Ja, da ist Vanilleextrakt aus Madagaskar drin und das ist halt einfach ein ganz klassisches Schaumbad. Und ich mache es auch nicht auf. Ich kann sich ja unter Vanille absolut was vorstellen. Das soll dann diejenige, die das gewinnt, in Ruhe für sich zu Hause austesten. Gewinn Nummer 2 ist dieses wunderschöne Dreieckset mit den kleinen Body Butters. Und zwar mit allen 3 Richtungen, die es jetzt quasi im Winter neu gibt. Das ist einmal, wie gesagt, das Marshmallow, was ja auch im Schaumbad drin ist. Dann habt ihr hier dieses Berry Bonbon und das dritte ist Peppermint Candy Cane. Ich gehe mal davon aus, dass sie alle ganz wunderbar köstlich duften. Ich möchte es jetzt nicht aufmachen, weil derjenige von euch, der das gewinnt, soll die Freude haben, das quasi unberührt zu bekommen. Da sind quasi 3-mal, jeweils das sind 50 ml an Body Butter drin. Und soll ich euch nochmal ganz kurz die Preise? Ja, kommt es. Das machen wir jetzt heute mal ausnahmsweise. Die gerade jetzt kostet, die sind für 12 Euro gibt es die. Der Badeschaum kostet 14 Euro und die Kerze, die kostet auch 14 Euro. Dann habe ich hier noch Gewinn Nummer 3. Das ist die große Variante der Candy Cane Body Butter. Da sind 200 ml drin und das bekommt dann der 3. Gewinner. Machen wir jetzt auch nicht auf, weil, wie gesagt, soll der Gewinner dann Freude dann damit haben. Ja, ihr Lieben, das sind also die 3 Gewinne, die ist in Türchen Nummer 1 zum Start. Dachte ich, fangen wir mal richtig mit einer richtig coolen, großen Verlosung an. Und ja, also 3 von euch haben, wie gesagt, die Chance, einen von diesen Gewinnen zu bekommen. Wie ihr genau mitmachen könnt, erfahrt ihr wie immer bei mir unten in der Box. Und ja, dann freue ich mich, dass sozusagen mit diesem Türchen Nummer 1 das Projekt Sharing is Caring Adventskalender losgegangen ist. Und ich freue mich, wenn ihr das auch gerne mit euren Freunden, Bekannten teilt, Leute motiviert, hier auch reinzuschauen, sehr gerne, von denen ihr wisst, die auch gerne YouTube gucken. Erzählt das gerne weiter, dass es einen richtig coolen Beauty-Adventskalender gibt. Das kann ja nicht schaden. Und schaut bitte unbedingt auch bei den anderen Mädels mit rein. Wie gesagt, morgen ist die liebe Claudia dran von Claudis Welt. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig über ein Abo oder auch über einen Daumen nach oben. Freue mich auf eure Kommentare und dann sage ich noch eine schöne Adventszeit und bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!